Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu Türchen Nummer 14 unseres HTS Adventskalenders. Gestern haben wir uns über das freie soziale Spiel unter Hunden unterhalten und heute möchte ich gerne, dass du mal der Sozialpartner für deinen Hund bist und dich auf ein freies soziales Spiel einlässt. Frei ist ein soziales Spiel dann, wenn es frei von Ziel und Zweck ist, freiwillig ist und keine Hilfsmittel benutzt werden. Was du tun kannst, ist auf jeden Fall auf die Ebene des Hundes zu gehen. Du kannst dieses Spiel, wenn du es noch nie gespielt hast, erstmal zu Hause oder im Garten spielen. Sinn und Zweck ist aber der ganzen Geschichte, dass das fester Bestandteil deines Spaziergangs wird, weil es ein Ausgleich zu den Korrekturen ist. Biete deinem Hund ein Spiel an, indem du auf den Boden zu ihm hingehst und so ein Pfotenklauspiel beginnst. Und dann ist ganz wichtig, dass dir klar ist, im freien sozialen Spiel bist du der Reagierende. Also während du sonst in der Führung des Hundes immer der Agierende sein sollst, bist du hier der Reagierende. Das heißt, du bietest dem Hund ein Pfotenklauspiel an und er wird irgendwie darauf reagieren. Er wird entweder begeistert mitmachen und ein Actionspiel einfordern, dann lass dich darauf ein. Oder er legt sich auf die Seite und so sagt, das ist mir zu viel Action, lass uns ein Schmusespiel machen. Oder aber er bekommt eine Rennattacke und möchte, dass du hinter ihm herflitzt. Auch dabei sollten die Rollen immer tauschen. Mal rennst du ihm hinterher, mal rennt er dir hinterher. Und dieses freie soziale Spiel machst du jetzt heute mal dreimal am Tag. Und ihr könnt mir gerne davon Videos machen. Oder aber ihr stellt mir in die Kommentare rein, wie eure Hunde darauf reagiert haben. Wichtig ist, wenn der Hund nicht sofort mitspielt, nicht aufgeben, dranbleiben. Wenn ein Hund einem anderen Hund ein Spiel anbietet, dann gibt er auch nicht sofort auf, wenn derjenige sagt, ich mache nicht mit. Sondern er bleibt ein bisschen dran, er nervt ihn so ein ganz klein bisschen und dann lässt sich der andere vielleicht zu einem Spielchen überreden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.